Moin Leute und willkommen zurück zu Fallout 4 Caveman Challenge, hätte ich mich fast versprochen. Moin Leute, wie geht's? Ich hoffe gut. Wir wollen nach oben gehen, denn wir sind hier in Fort Strong, richtig starken Fort sind wir hier. Wir haben schon ein paar Supermutanten geschlechtet. Beim letzten Mal gab es das Behemoth-Problem. Das wurde damals vor Äonen von Jahren wurde das gelöst, genau. Das Behemoth-Problem. Und jetzt suchen wir nur noch das Waffenversteck, beziehungsweise die Waffenkammer hier. Wir sind hier beim letzten Mal gestorben. Es ist schon ein wenig her, genau eine Woche, um genau zu sein. Haben Supermutanten den Ort hier eingerichtet? Ich gehe mal stark davon aus, aber wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich haben die den nur genutzt, den Ort hier. Da sind die Mutanten. Woran sind wir das letzte Mal nochmal gestorben? Ich glaube, die Supermutanten werden mir gleich meine Erinnerung sicherlich auffrischen wollen. War das ein Roboter, der uns weggeklatscht hat? Und ich dachte, die Aufzüge in Diamond City werden. Oh, wenn ich den von hinten klatsche, das würde mich freuen. Würde mich freuen. Oh, ich habe den Hund gekriegt. Sehr gut. Okay. Das, oh mein Gott. Oberst Stauffenberg. Was machen Sie da? Ich weiß es nicht. Hä? Wir haben hier Red. Hier ist Red. Hier nicht. Okay. Dann bleibe ich mal hier. Hey, worin sind wir das letzte Mal gestorben? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es doch nicht. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Beim letzten Mal haben wir uns hier auch schon umgeschaut. Es ist schon eine Woche her. Ja, tut mir leid. Ich habe nicht mal so ein krasses... Ich habe schon leicht Alzheimer-Demenz-krankes Hören. Ach, du warst das, oder? Warst du das? Ich glaube schon. Irgendwie ist mir so im Kopf geblieben, dass wir zu einem Haufen Staub... Ach nee, der dahinter war das. I see. Der Typ mit dem Raketenwerfer, der einfach mal in einem Gebäude einen Raketenwerfer benutzt. Warum auch nicht? So, haben wir noch irgendwas? Eine Köterkeule, lecker. Wieso? Wieso nutzt er das Ding überhaupt? Ich verstehe es nicht. Guck mal, wie viel Schaden das macht. So, haben wir noch irgendwas Gebratenes? Komm, wir nehmen die Quantum. So. Wir haben leider keinen kritischen mehr parat. Bisschen kritisch. Heizen wir mal wieder voll. Perfekt. Ich glaube, wir heilen uns aber immer noch ein bisschen durch die Quantum hoch. Umso besser. Alter. Alter, macht der wieder Schaden. Damn, son. Where'd you find this? Ribeye Steak. Lecker. Du bist das, ne? Du bist diese Sau. So, wisst ihr, der legendäre Supermutant, kein Problem. Aber wenn da einer mit dem Raketenwerfer kommt, ja? Nur eine Sau. Direkt weg. Zack. Und das müsste der letzte gewesen sein. So. Müssen wir das Waffenversteck noch finden? Ne, wir mussten sie nur sichern, okay. Ich habe hier zwar keine einzige Waffe gesehen, die irgendwie nach einer Atomwaffe oder Wasserstoff, Napalm, wie auch immer, nach irgendwas aussah. Warte mal, habe ich das gerade richtig gelesen? Kalisle Schreibmaschine, aha. Whatever it is. Hier, Team Bravo Test Terminal, was können wir da machen? Bericht 1. Wir können lesen. Die Dinge spitzen sich hier langsam zu. Brock hat sich entschlossen, unsere Männer in zwei Teams aufzuteilen. Ich habe einen der kurzen Halme gezogen. Also bin ich beim M42 Fatman Werferteam gelandet. Während die meisten an meiner Kumpel schön oben bei den T51B-Anzügen sitzen. Was für eine lächerliche Idee der M42 doch ist. Ein tragbarer Werfer für Mini-Atomraketen, die ein Soldat auf dem Schlachtfeld auf kurze Entfernung einsetzen soll. Also die Idee ist verdammt bescheuert, aber sie ist verdammt cool. Gibt's übrigens immer noch. Wir haben ja sogar einen gehabt. Ja, den habe ich zwar verkauft, weil wir den natürlich nicht nutzen können, Caveman Challenge und so, aber wir hatten auch einen. Ich habe mir die Pläne angesehen und weiß nicht, wie wir es schaffen sollen, dass dieses Ding den Gefechtskopf weit genug abfeuert, sodass der Soldat, der diese Todesfalle bedienen muss, nicht selber daran drauf geht. Oder dabei drauf geht. Wie auch immer. Bericht 2. Wir haben das Gewicht des Gefechtskopfs so weit wie möglich reduziert, aber ich denke, dass wir die Sache von der falschen Seite her angehen. Statt das Gewicht des Gefechtskopfs zu senken, sollten wir lieber versuchen, die Feuerkraft des Werfers zu erhöhen. Ich weiß, dass dadurch das Gewicht der bereits schweren Waffe weiter erhöht wird, aber uns bleibt keine andere Möglichkeit. Jemand aus dem Team hat vorgeschlagen, den Gefechtskopf mit Hilfe von Magneten wie bei einer elektromagnetischen Schiebekanone zu beschleunigen, allerdings wäre dann das Netzteil schon so groß wie ein Koffer. Ich werde weiter über diese Probleme nachdenken und sehen, was mir dazu einfällt. Das große Problem wäre vor allem, wenn du Magnete einsetzt, dass du dadurch möglicherweise andere Sachen anziehen könntest. Und naja, das wird gefährlich.
Also generell Magnete sollte man nur in einer sehr abgeschlossenen Umgebung nutzen, zum Beispiel beim CERN, wo ja Elektronen durch supraleitende Magnete beschleunigt werden. Aber das ist ein anderes Thema. Heute Morgen haben wir zwei gute Soldaten verloren. Sie befanden sich an der Oberfläche und haben eine MIRV-Variante oder MIRV-Variante des Werfers getestet. Als einer der Gefechtsköpfe eine Fehlzündung hatte und direkt auf dem Boden vor ihren Füßen auftraf, die Armen hatten keine Chance. Wir haben nicht einmal Überreste gefunden, um sie ihren Angehörigen nach Hause zu schicken. Also hat Brock befohlen, einige Dosen mit Sand zu füllen. Alter! Das ist ziemlich fies. Anstatt da einfach ehrlich sagt, komm Leute, die wurden von einer verdammten Atombombe wurden in Stücke gefetzt, ja? Kann man ja so sagen, kann man ja auch ein bisschen freundlicher formulieren. Das ist schon ziemlich gemein, den einfach Sand zu schicken. Naja. Aber ich glaube, das gab es im Krieg schon wesentlich häufiger, dass einfach nur Sand oder eben Asche geschickt wurde von Bäumen oder so. Wie auch immer. Dieser Typ schert sich kein bisschen um uns, sondern sorgt sich nur darum, dass ihm die Ordensträger in Washington nicht das Leben zur Hölle machen. Ja, das ist ja ein allgemeines Problem. Bericht Nummer 4. Wir haben gleich noch ein Holoband, sehe ich gerade. Letzte Nacht lag ich im Bett und hatte einen dieser Aha-Momente. Ich bin zu den Jungs von der Nachtschicht ins Labor rübergerannt, habe alle ihre Zeichnungen auf den Boden gefegt und angefangen, meine Idee zu zeichnen. Sie haben bestimmt gedacht, dass ich verrückt geworden bin. 6 Stunden, ungefähr 14 Becher Kaffee später, hatte ich alles fertig. Wir werden eine kleine Ladung als Zündhilfe einbauen, um den Gefechtskopf aus dem Werfer zu katapultieren. Schlaue Idee. Könnte nur passieren, dass die Atombombe dann zu früh losgeht. Das ist ja so die klassische Pistolentechnik, also eine kleine Ladung, die halt explodiert und dadurch das Geschoss eben nach vorne katapultiert wird. Ist gefährlich bei einer Atombombe, sage ich mal so. Die Reichweite wäre dadurch sehr groß und die Sprengladung könnte am Gefechtskopf selbst angebracht werden. Brock schien der Plan zu gefallen. Er hat uns grünes Licht für die Entwicklung eines Prototypen gegeben. Ich kann es kaum erwarten. Okay, letzter Bericht. Wahrscheinlich hat es geklappt. Es hat fast ein ganzes Jahr und über 100 Testschüsse gedauert, aber jetzt ist der M42 bereit, in der Praxis angewendet zu werden. Kaum zu glauben, dass ich über ein Jahr mit diesem einen Projekt verbracht habe. Die haben nur ein Jahr gebraucht, um einen verdammten Atomsprengkopfwerfer zu bauen? Das ist verdammt effizient. Also ich wäre ziemlich stolz auf mich, wenn ich das in einem Jahr hingekriegt hätte. Naja. Ich bin froh, dass wir unseren Jungs, die im Ausland kämpfen, eine gut getestete Waffe liefern können. Jetzt, da das Projekt abgeschlossen ist, wird uns Brock eine neue Aufgabe geben. Aber vorerst werde ich den Rest des Monats damit beschäftigt sein, diese Gefechtsköpfe einzupacken und zu verschiffen. Ja, natürlich muss der Ingenieur das auch noch machen. Wir haben natürlich keine Ahnung, Azubis oder Praktikanten, die das übernehmen können. Nein, natürlich nicht. Muss der Ingenieur selbst machen. Ein Holoband haben wir noch. Ach so. Nee, das möchte ich gar nicht. Womit in aller Welt kann man so etwas verdient haben? Holobandladen heißt das, wir... Ich dachte, es wäre eine Atombombe. Ich habe mich schon richtig gewundert. Warum ist im Mülleimer ein Rettungsring? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Schauen wir uns mal hier ein bisschen weiter um. Hier wurde also der Fat Man produziert, beziehungsweise entwickelt. Ob der hier produziert wurde, ist die andere Frage, aber höchstwahrscheinlich schon. Sehr cool. Wie ist das hier? Fort Strong, genau. Das heißt, die werden hier sicherlich auch noch ein paar Fat Mans rumliegen haben. Zumindest ein paar Prototypen davon. So. Die Prototypen würde ich zwar niemals benutzen, aber Raketenwerfer kann ich die noch mitnehmen? Natürlich nicht. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Ganz schön viel tot. Der steht ja noch. Nicht schlecht. Standhaft im Tod. So, was kann ich denn wegwerfen? Reicht das, wenn ich das wegwerfe? Natürlich, sehr gut. Den Raketenwerfer würde ich nämlich gerne behalten, weil er sehr, sehr viel Geld bringt. Und hier sind die Sachen, die verschifft wurden. Hier sind die Fatmans drin. Das macht natürlich dann Sinn, dass wir das den Supermutanten nicht einfach so überlassen wollten. Weil ich meine, wir haben ja gerade gesehen, der eine hatte schon einen Raketenwerfer und wenn der einen Fatman bekommen hätte, also wenn die hier die Kisten aufgemacht hätten, dann wäre das, glaube ich, nicht so einfach und glimpflich ausgegangen hier. Umso schöner, dass das nicht passiert ist. Na gut. Jetzt ziehe mal wieder meine Waffe. Ich sollte vielleicht mal kurz was essen, bevor ich gleich noch vom Fleisch fall. Hundefleisch. Oh, Mutantenhundekeulen. Sehr schön. Oh, Nudeln. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Kommen wir hier auch wieder raus? Ich glaube, wir haben ja hier alles erledigt. Ich werde übrigens versuchen, diesen einen Kern noch zu verbrauchen und dann wieder aus dieser Rüstung rauszuschlüpfen. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. Weiter geht es natürlich auf der Suche nach neuen Errungenschaften, nach neuen Abenteuern.
Hier ist immer noch Red, ne? Ich sollte hier wirklich schnell weg, bevor wir uns noch vergiften, bevor wir uns noch eine Grippe zuziehen. Das möchte doch niemand. Wow! Du hast mich erschrocken. Dance? Sieh dir den Laden mal an. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Ich glaube, sie hassen eher mich und deswegen... Ja, ich musste mich ja irgendwie wehren, ne? Sagen wir es so. Hass ist noch viel zu milde ausgedrückt. Diese Monster sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann zwei Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Das wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Ach so, ja. Moment, ich habe hier gerade kurz den Random Number Generator rausgepackt und der sagt uns, den nutze ich jetzt mal wieder, weil dieses draufgedrückt halten und so, das funktioniert ja irgendwie nicht so richtig beim Spiel. Deswegen mache ich das einfach so. Wie sollten die Sins für unseren Untergang verantwortlich sein? Wenn es irgendwann mehr Sins als Menschen gäbe, wie lange würde es wohl dauern, bis sie beschließen, dass wir nicht mehr gebraucht werden? Sie haben ganz offensichtlich die Fähigkeit, neue Sins herzustellen. Also sind wir entbehrlich. Und mit der Technologie des Instituts auf ihrer Seite könnte sie nichts aufhalten. Nicht einmal die Bruderschaft. Das ist ein Albtraum, den man sich besser gar nicht vorstellen sollte. Naja, genug davon. Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridwin zurückkehren und mit Maxon sprechen. Ich bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten. Ei, ei, Captain. Ich meine, ja, Sir. Okay, wir sollen mit Maxon sprechen, wenn wir wieder da sind. Alles klar, ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir das so gut hingekriegt haben. Können wir jetzt mit dem Vertibird wieder nach oben fliegen? Ich meine, das ist ja hier gerade auf dem Weg, da könnten wir das ja eigentlich mal kurz erledigen. Zuerst mal fahren wir aber wieder runter. Genau. Guck mal, Pepper kommt sogar mit. Kommt mit in den Fahrstuhl rein, das kenne ich ja. Oh, da ist sie, ja. kurz rein teleportiert natürlich. Mir ist da gerade was in den Sinn gekommen. Und zwar gab es doch einen Punkt, an dem die... Ja? An dem die künstliche Intelligenz der menschlichen überlegen ist. Und die künstliche Intelligenz sich selbst so gesehen fortpflanzen kann. Also sich selbst verbessern kann. Wie hieß das denn nochmal? Irgendwas mit S. Ah, das überlege ich die ganze Zeit, als das eben erwähnt hat. Es ist mir direkt in den Kopf geschossen. Ah, wie hieß denn dieser Punkt? Das ist zumindest halt... Der Punkt, der dann für die Zerstörung der Menschheit verantwortlich, also den Punkt der Zerstörung der Menschheit dann besiegeln würde, sagen wir es so. Wie hieß denn das nochmal? Es gab auch ein Spiel, was so hieß. Das hat zwar in keinster Weise, oh, glaube ich zumindest nicht, dass es was damit zu tun hat, aber. Ah, wie hieß das denn nochmal? Nicht Synergie. Synergie ist ja einfach nur die. Ja, ich mach das schon. Ich mach schon. Synergie ist ja einfach nur die Interaktion zwischen verschiedenen Gegenständen oder Wesen oder was auch immer. Wie hieß das denn nochmal? Mir fällt es nicht mehr ein. Ich werde es im nächsten Part wahrscheinlich wieder wissen. Ich könnte natürlich jetzt auch schnell googeln, ich habe mein Handy ja gerade liegen. Aber nein, da muss ich kurz mein Gehirn anstrengen. Es gab auch ein Spiel dazu, das hatte so ein... Ich weiß, ich spreche jetzt total off-topic, tut mir sehr leid, aber bis wir da bei der Pridwin sind, könnte ich da noch mal ein bisschen schnacken. Es gab ein Spiel darüber, das war hatte was mit Zeitreisen zu tun und war ein Ego-Shooter, ein Horror-Ego-Shooter. Mir fällt es aber nicht mehr ein. Also sowas muss man, zumindest wenn man darüber reden möchte, muss man sowas wissen. Wo müssen wir überhaupt noch hin? Ich kann mal kurz wieder ein bisschen on-topic reden. Wir müssen irgendwie über die ganze Map verteilt irgendwo hin. Wir müssen noch nach Sanctuary, genau, müssen noch in Preston drehen. Das könnten wir eigentlich auch noch machen. Wisst ihr, ich glaube, ich werde mich mal eben hier schnell rüber porten. Wie hieß das denn nochmal? Wisst ihr, ich schaue das mal eben kurz nach. Wie hieß das denn nochmal? Mann! Ich meine, kurz im Ladebildschirm darf ich ja mal kurz was nachschauen. Na, genau. Wenn ich das überhaupt schnell genug hinkriege. Das ist gar nicht so einfach zu schreiben und dabei über was anderes zu reden. Ich weiß nur, dass es irgendwas mit S war und mehr nicht. Naja, wir reden jetzt mit Maxon, da kann ich ja kurz doch weiter googeln. Nein. Oh, muss das Deck schrubben, Matrose. Tut mir leid.
Ich muss weiter. Ich muss mir die Myolurk-Scheiße von den Stiefeln kratzen. Also ich sehe weder Myolurk-Scheiße an deinen Füßen, noch dass du die wirklich abkratzen versuchst. Naja, wir gehen aufs Kommandodeck und sprechen nochmal kurz ein kleines Pläuschchen mit dem guten Max Sohn, dem guten alten Schweden. Herr Max, ich meine Max Sohn, wie geht es Ihnen? Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Oh, verdammt. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr so random.org drauf. Ich mache einfach mal... Schade nur, dass es nicht das Institut war. Keine Sorge, Ritter. Sie werden früher, als Sie denken, damit zu tun bekommen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Das klingt aber sehr höflich. Ich danke mal. Danke, Ältester. Ich werde Sie gut einsetzen. Das erwarte ich. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten das Commonwealth sorgfältig absuchen lassen. Aber sie konnten nichts finden. Ich verstehe. Aber eine Frage habe ich da noch. Wo fange ich an? Ich will, dass Sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass Sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn Sie einen Weg hineinfinden, melden Sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter? Noch nicht. Wobei, einmal kurz den Random.org-Generator fragen. Könnten diese Energiewerte, die Paladin Dances Erkundungsteam aufgefangen hat, etwas mit Teleportation zu tun haben? Die Technologie des Instituts ist unserer weit überlegen. Wir wissen es also nicht genau. Es würde allerdings erklären, wieso die Werte immer nur kurz und recht zufällig auftauchen. Ich werde unsere Gelehrten anweisen, unsere Scan-Techniken zu verfeinern, um mehr herauszufinden. Gibt es sonst noch etwas, das Sie fragen wollen, Ritter? In der Tat. Irgendwelche Vorschläge, wo ich als nächstes suchen sollte? Ihr Treffen mit Dr. Amari hat doch die Richtung vorgegeben. Wenn das Institut in der Lage ist, seine Synths zu teleportieren, steht uns ein schwerer Kampf bevor. Es muss einen Weg geben, das Teleporter-Signal zu kapern. Und Ihr geheimnisvoller Kontakt im leuchtenden Meer könnte die Antwort für uns haben. Wenn Sie Ausrüstung brauchen, um die Auswirkungen der Strahlung an diesem verfluchten Ort etwas abzumildern, sprechen Sie mit Proktor Tiegel. Ich bin sicher, er kann Ihnen weiterhelfen. Alles klar, das wird gemacht. Noch eine Sache. Gibt es nicht irgendwelche Vorkriegsaufzeichnungen über das Institut, die uns helfen könnten? Unseren Aufzeichnungen zufolge ist das Institut aus den Resten einer Vorkriegsbildungseinrichtung hervorgegangen. Dem Commonwealth Institute of Technology. Die Ruinen dieser Einrichtung befinden sich im Zentrum der Stadt. Aber wir haben sie bereits gründlich durchsucht. Die Einrichtung wurde offensichtlich bereits vor langer Zeit aufgegeben. Die Spur endet also dort. Sonst noch etwas, Ritter? Na, viel bleibt mir nicht mehr zu sagen. Im Moment nicht, Ältester. Gut, dann wegtreten. Ja, ich habe gerade salutiert. Gut. Dann müssen wir mal kurz... Pepper, kannst du noch was tragen? Was gibt's denn zu tun? Hey, Piper. Zeit für Reiseproviant. Auch eins? Was? Okay, Moment. Zeit für Reiseproviant? Okay, erstmal... Was meinst du? Denk nur mal daran, was eine Gruppe Supermutanten mit Atomwaffen mit einer Stadt wie Diamond City hätte anstellen können. Oder auch nicht. Wahrscheinlich eher Letzteres. Also, ich nutze ja jetzt nur noch diesen Random.org-Generator, ja? Und der sagt das. Sonst erstmal nichts weiter. Okay. Schade, ich hätte noch gerne weiter geplauscht. Ach ja, ich muss ja noch handeln mit dir. Schieß los. Kannst du noch was tragen? Ja, kann sie. Okay, das reicht schon. Vielen Dank. Test für Kommunikationsarray erfolgreich. Alle Bänder im normalen Bereich.
Ich gehe nochmal schnell zu Proktor Tiegen runter. Wo war denn der nochmal? Der war auf jeden Fall hier draußen, falls ich mich recht entsinne. Ich weiß es nicht mehr genau. Das möchte ich auf jeden Fall in diesem Part noch machen, dass wir nochmal schnell, das gemacht haben. Also ein bisschen was verkauft haben. Ich werde auf jeden Fall bis zum nächsten Part... beim nächsten Part werde ich auf jeden Fall geschaut haben, wie das Ding hieß. Der Punkt, an dem die Menschheit dümmer ist als die Maschinen, die sie hergestellt haben. Wo ging das nochmal zum Maschinendeck? Zum Mannschaftsdeck? War das hier unten irgendwo? Fusionskern ist schon wieder kaputt. Super! Den kann ich aber unten abstellen. Also diese Rüstung kann ich unten abstellen bei der Pridwin. Hier ging's runter, genau. Perfekt. So, und dann? Da ist eine Tür. Vordeck. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich kann mich überhaupt nicht hier orientieren. Tut mir leid. Keinen Plan. Sind wir hier richtig? Ah, wie richtig hier? Nein. Hä? Was ist denn das für ein... Mann, ich will doch nur schnell jetzt noch was verkaufen. Ich wünsche doch gar nicht so viel. Nochmal zum Flugdeck. Wo ging das denn nochmal dahin? Ich habe keine Ahnung. Wo kam man denn nochmal zum Mannschaftsdeck? Das war doch hier oben, oder? Nee. Hä? What the fuck? Ich verstehe es nicht. Wo ist das? Da vorne? Nee. Hey! Ich verstehe nicht. Warte mal. Kommandodeck, Kommandodeck. Sonst ist hier gar nichts. Man kann ja nur aufs Kommandodeck. Dann gehen wir mal aufs Kommandodeck und schauen da nochmal. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ein bisschen verwirrt bin ich. Hauptdeck der Pridwin. Ach ja! Hier war also eine Leiter. Ich glaube, ich werde mich hier niemals zurechtfinden. Jetzt legen wir erstmal unsere Rüstung ab, ja? Das ist jetzt erstmal Schritt Nummer 1. Schritt Nummer Uno. Nein, nicht das Spiel, sondern die 1. Falls mich der Ladebildschirm lassen würde, und das tut er. Sehr schön. Achtung an sämtliches Personal. Beachten Sie, dass die Maulwurfsratten der Gelehrten Naraya keine Haustiere sind, sondern bedeutende militärische Ressourcen. Bedeutende militärische Ressourcen. Sie von niemandem außer der Gelehrten Naraya und ihren Mitarbeitern gefüttert werden. Jeder Verstoß gegen diese Richtlinie wird disziplinarisch geahndet. Okay, alles klar. Ich nehme mal kurz noch diesen Fusionskern hier raus. Den brauchen wir, also brauchen wir hier nicht drin. Genau, verkaufen wollte ich nochmal schnell. So. Dank dir hat die Bruderschaft genug nukleare Bewaffnung für alle Ewigkeit. Ich nehme an, dass du nach einem solchen Gefecht neue Vorräte brauchst. Exactly. Achso, können auch was fragen. Hast du was Außergewöhnliches? Ich habe da ein paar spezielle Mods, an denen ich gerade arbeite. Das ist eine Art Hobby, mit dem ich mir die Zeit vertreibe. Sind echt starke Dinger. Schraub dir ein paar davon an deine Waffen und du wirst aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen. Das klingt auch nach einem guten Sach. Klingt auch nach einer guten Sache. Hast du vielleicht ein bisschen Arbeit für mich? Erzähl mir mehr über die Arbeit nebenher, die du erwähnt hast. Dem Ruf von Kronkorken ist nur schwer zu widerstehen. Wie heißt es gleich? Einen Krieg gewinnt man nicht mit leerem Magen. Die Lebensmittel füllen sich nicht von selbst auf. Daher brauche ich Leute, die sich um die Farmen in der Gegend kümmern. Wir beschlagnahmen einen Teil ihrer Ernte. Sie muss in Kisten verpackt sein, wenn ich das Abholteam losschicke. Deine Mission sorgt für die Kooperation der zivilen Farmer. Mit allen nötigen Mitteln. Alle Mittel, ha? Huh? Na gut, es ist ja momentan noch nichts Brutales. Ich meine, es klingt schon ein bisschen brutal, dass sie einfach denen so die Nahrung abzapfen, aber trotzdem. Ist ja jetzt nicht allzu schlimm. Bin dabei. Genau das wollte ich hören. Die Farm ist auf der Karte. Zeig den Zivilisten, wie überzeugend du sein kannst. Das klingt mir ein bisschen zu brutal, ehrlich gesagt, aber gut. Ich würde aber trotzdem gerne handeln. Es wird Zeit, dass wir endlich neue Vorräte für die Pridwin bekommen. Es würde mich ankotzen, wenn die das Essen rationieren müssten. Ja, mich aber auch richtig hart. Ich würde gerne handeln. Bin mir sicher, dass ich was habe, das deine Augen zum Leuchten bringt.
Da hast du sicherlich recht. So, wollen wir mal kurz schauen. Erstmal deine Mods würde ich gerne sehen. Die Vertibird-Signalfackeln finde ich ganz cool, muss ich sagen. Aber die können wir natürlich auch nicht benutzen, wirklich. Immer noch am besten Raketenwerfer mit Bajonett. Finde ich richtig nützlich. Ach, der hat solche, so eine Rüstung. Das Kommando-Brustteil hätte ich gerne. Das ist echt gut, ne? Mal sehen, ob wir was zu verkaufen haben. Haben wir was Gutes zu verkaufen? So, den Fatman können wir verkaufen. Also den Fatman, den brauchen wir halt echt nicht. Den können wir ja nicht mal benutzen. Vielleicht, oh, wobei, ah, ich weiß nicht. Ich breche nochmal kurz ab. Ja. Proctor, diese Farmer werden ja keine Probleme. Ich weiß, ich würde das gerne überspringen. Wir haben sowieso schon Überlänge. Wen juckt das jetzt noch? Bin mir sicher, dass ich... Ja, das hast du. So, den Fatman behalte ich nochmal kurz. Die Signalraketen brauche ich ja nicht. Also die kann ich ja gar nicht benutzen. Die Hunderüstung, ja, die bringt uns sowieso nicht so viel Geld, aber die wiegt halt ein bisschen was, deswegen weg damit. Die Rüstung, wiegt die überhaupt was? Nee, die wiegt gar nichts. Die können wir einfach so mitnehmen. Die Emaillierte nehmen wir mal weg. Emailliert. Hieß es emailliert? Ich weiß es gar nicht genau. Das kann auf jeden Fall alles weg, das ist gut. Ja. Kybernetische Schmerzunterdrückung bringt ja richtig viel. Also viel Geld. Wir werden mal kurz hier nach Gewicht sortieren. Wie? Das war's schon? So. Hier wollte ich gucken. So. Die Todeskrankenklaue kann zum Beispiel weg. Alles, was halt so ein bisschen schwerer ist. Alles, was so ein bisschen schwerer ist, kann erstmal weg, damit wir wieder ein bisschen Platz haben. Jingles, der Mondwaffe ist ganz schön schwer. Okay, ich glaube, den Rest können wir behalten. Gut. So. Ah, ich hatte gerade was... Egal. Ich benutze das sowieso nicht so wirklich. Okay, Freunde, ich würde aber sagen, für heute reicht das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye.